So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy VII Remake. Ja, wir sind gerade hier in den Slums von Sektor 5 und müssen hier mal langsam ein bisschen die Nebenquests machen. So, was hat er denn Oh, hier? der Alleskönner! Du kommst gerade wie gerufen. Äußerst angenehm. Gestatten? Ich bin Damon, Reporter für die Zeitung Blatt des Lebens. Das ist doch keine Zeitung, nur ein dreckiges Propagandablatt. Nun, durch meine Verbindungen zu Shinra komme ich immerhin an wertvolle Informationen. na, neugierig? Nur zwischen uns. Die Finanzabteilung von Shinra wollte Don Corneos wertvolle Kronjuwelensammlung beschlagnahmen. Aber jetzt kommt's. Der Schlüssel, um an seine Kronjuwelen zu kommen, wurde gestohlen. Von wem? Nun, von niemand Geringerem als dem mysteriösen Racheengel der Slums. Der legendäre Meisterdieb von Sektor 5, der Racheengel der Slums, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, ist wieder einmal aufgetaucht. Und? Wie sieht's diesmal aus? Interesse? Naja, Interesse schon, aber keine Zeit. Ah, Interesse, sehr gut. Also dann, hier. Wo das Versteck des Racheengels ist, muss ich nicht nochmal sagen, oder? Hast du deine Lektion nicht gelernt? Naja, ich versuche, mir meinen Optimismus zu bewahren. Wenn der Racheengel mich ins Visier nimmt, habe ich eine noch viel aufregendere Story. Und was soll ich machen? Wenn es dir gelingt, den Schlüssel zurückzuholen, gehören Corneos Kronjuwelen dir. Ich will lediglich herausfinden, wer der Racheengel wirklich ist. Wenn du also auf Informationen stößt, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du sie mit mir teilst. Nope. So. Ne, wir haben ja hier jetzt schon ein paar kleine Aufgaben angenommen. So, ich wollte eigentlich raus. So. Genau, sind die verschwundenen Kinder. Da ist der für die Kronjuwelen. Und soviel ich weiß, kriege ich noch mehr. So. Genau, die Atomschere habe ich schon geholt. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Denn wir müssen ja hier auch noch ein paar andere Sachen machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Sound so okay ist. Ich habe nämlich mal um einen höher gestellt, um einen links die Musik und die Soundeffekte. Ach, ein Nebel. Was dieser Nebel uns wohl zeigen mag. Ah, guck mal, da sind die Kinder. Boah, das Kind. Eins. Oh, Cloud. Das ist das vermisste Balk. Wie bitte? Vermisstes Balk? Geht's noch? Wie? Was treibst du denn hier? Bist du allein? Nicht allein. Wir haben auf unserem Rundgang die eingestürzten Gräber wieder in Ordnung gebracht. Doch dann war da so ein Lachen. Und auf einmal waren die anderen verschwunden. Da, das ist die Stimme. Danach waren die anderen weg. Achtung! Dann übernimmt. Hier kommt Barret. So. Zack. Zwecklos. Zack, zack. So. Energiehaken. Zack. Energiehaken. Oh, Geistersog erlernt.
Energiehaken. Zack. Zack. Na komm. Schmeiß eine Granate. Du bist am Zug. An die Arbeit. Zack. Wo ist er? Okay. Wo? Da. Okay. Schade. Egal. Hey Leute. Ich mach, glaube ich, die Musik doch wieder leiser. Oh, Cloud ist auch dabei. Sag mal, was habt ihr denn hier zu suchen? Hier sind viele Eltern der Kinder aus dem Helmchenhof begraben. Ihr wollt mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Verstehe. Vielen Dank auf jeden Fall. Ihr habt uns schon wieder geholfen. Wir gehen zurück zum Helmchenhof. Dort macht man sich sicher schon Sorgen. Cloud, das hier habe ich vorhin gefunden. Wenn du willst, kannst du es haben. Vorlaute Belger. Das gefällt mir. Hm. Ja. Nee, warte mal. Sorry, Leute. Aber die Musik geht einem doch ein wenig auf den Keks. Soundeffekte kann ich so lassen, aber Musik ist dann doch ein bisschen zu laut. So, Kampfbericht. Oh, ich habe den Schock hingekriegt. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir haben es mit den über 200... auf 200% Schockzustand haben wir hinbekommen. Das ist super. So, stimmt. Die ganze Magie müssten wir ja auch noch machen. Ne? Hier sämtliche Magie-Materia meistern. Und Subspezies besiegen. Okay. Warte mal. Magie meistern. Das heißt ja rein theoretisch maximieren. Das heißt, ne, Glut haben wir. Frost ist ja bei Dings eigentlich drin. Wobei ich könnte ja rein doof, ne, mal wirklich austauschen. Frost, ja. So, dann machen wir jetzt mit Frost hier weiter. Sie kann dann hier währenddessen die Glut kriegen. Ne. So, Energiehaken und Kampfsphäre müssen auf jeden Fall noch. Okay. Dann haben wir die Aufgabe schon mal. Ne? Da haben wir die schon mal. Wir ruhen uns mal eine Sekunde hier aus. Und dann geht's gleich weiter. Denn wir müssen als nächstes. Nein. Da, wo ich gerade bin, nach Norden, da ist ja dieser Aussichtspunkt, wo das Versteck des, hier Dings ist. Muss ich ja auch noch holen. Unter anderem haben wir ja hier im, dem Bereich auch noch einen Chocobo, den wir finden müssen. Der fehlt ja auch noch, der Chocobo. Warte mal, habe ich da eigentlich... Stopp. Genau, doch, Elementar-Affinität. Das ist doch richtig. Da ist zum Beispiel der eine Chocobo, den wir suchen müssen.
Hi, na du? War klar. So. Eisra. Eiskalt. Versuch. Zack. Übernimm du. Wurde schon ungeduldig. Ich zähle auf dich. Vergiss es. Genau so. So. Kampfsphäre. Nee, so nicht. Ich zähl auf dich. Jetzt erst recht. Genau so. Magie. Eis. Hurra. Nicht übertreiben. Hier kommt Barret. So. Und Kampfsphäre. Zack, 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 zack. Und die nächste. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Das nächste geschafft. So. Du armer, verängstigter Chocobo. Hier hast du ein bisschen Gisa-Kraut. Neue Haltestellen für den Chocobo Express können benutzt werden. Slums von Sektor 5 und Stahlberg nur Einstieg. Okay, haben wir schon mal das. Wie sieht's eigentlich mit der Materia so aus? Einsatz von... Okay. Weiter rüber. Genau, das ist der richtige Weg. Genau, und wenn wir den Schlüssel haben, kommen wir zum Beispiel da oben rein. Beziehungsweise auch in die anderen von Corneos Gegenden da. So. Weiter geht's. Oh oh, der explodiert. Ne? Ich dachte, das wäre einer, der da explodiert. Okay. Dann nicht. So, ab nach oben. Denn hier haben wir ja das Versteckte vom Racheengel des Slums. Und guck mal, wer das ist. Erstmal. Hinweis zu Corneos Schatzkammern. Nein, das ist die Gegner-Datenbank hier. Schlüsselkarten. Genau, hier. Hinweis zu Corneos Schatzkammern. An den Alleskönner. Ich verrate dir mal, wo Corneo seine Reichtümer lagert. Slums von Sektor 5 Stahlberg. Haben wir gerade gesehen, den umzäunten Bereich, ne? Kanalisation, stillgelegter Bereich zur Schlammaufbereitung und eingestürzte Schnellstraße, Tunnel. Ich würde sagen, du schaust dich da mal um. Viel Glück, Racheengel. Hey Söldner, bist du heute in Begleitung unterwegs? Ich bin Mirai. Cloud und ich sind, wie soll ich sagen, flüchtige Bekannte. Was machst du hier? Vermutlich das gleiche wie ihr. Oder seid ihr etwa nicht auf der Suche nach Corneos Kronjuwelen? Woher weißt du das? Ich liebe den Duft in der Gerüchteküche. Heute bin ich hier, um dieses pikante Gerücht auf Wahrheit zu überprüfen. Aber hier ist nichts Wertvolles versteckt. Wenn der Racheengel vor uns hier war,
hat er die Kronjuwelen sicher schon an die Armen weitergegeben. Das mag wohl sein. Aber ich habe noch ein Gerücht aufgeschnappt. Beantwortet mir erst eine Frage. Nehmen wir an, ihr findet die Kronjuwelen. Was würdet ihr dann mit diesen wertvollen Dingen anstellen? Wir würden sie verkaufen. Um den Menschen in den Slums wieder auf die Beine zu helfen, braucht's eine ganze Menge Güter. Mit dem Erlös könnten wir Lebensmittel und andere wichtige Dinge kaufen. Wenn das so ist? Am Gerücht, dass der Racheengel den Schlüssel gestohlen hat, ist kein Körnchen Wahrheit dran. Fragt am besten mal Kiri, die weiß mehr. Die Kleine ist verdammt gut, wenn es ums Beschaffen von Informationen geht. Ihr könnt sie gar nicht übersehen. Man erkennt sie sofort an ihren geringelten Strümpfen und dem Hut. Wo finden wir sie? Da bin ich überfragt. Diese jungen Leute von heute sind doch ständig auf Achse. Oder etwa nicht? Kleiner Funfact, wir kennen Kiri ja schon. Das ist die Kleine, die nämlich hier die Information rausgehauen hat von wegen, dass Avalanche mit hier Wutai zu tun hat und dementsprechend da Dings. Dieser unverschämte Reporter ist sowas von hartnäckig. Hier sind keine Wertsachen versteckt. Genau, da kommen wir jetzt so erstmal nicht weiter. Wir müssen nämlich da erstmal zu Dings hier. Erstmal hier die Dings finden. So, hier ist eine der Cornelius Schatzkammern. Witzigerweise. Und meines Wissens nach ist das sogar die Schnellstraße, ne? Ja, genau. Hier ist eine. Dann ist eine. Ist das nämlich eine. Und eine soll halt da in der Kanalisation noch sein. So, gehen wir erstmal zurück. Weil wir müssen erstmal zurück. Ach, du lebst ja auch schon wieder. Was? Meine Güte. So. Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal zurück zum Sektor. Ziemlich schwach. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und Magie. Zack. Zack. Und Materia heilen ist aufgestiegen. Schon mal hilfreich. So. Weil ein Chocobo zum Beispiel ist ja auch noch auf der Schnellstraße, wenn ich richtig liege. Oh, 1000 von 5000 Schritte. Genau. 1000 von 5000. Genau, wenn ich jetzt hier zum Beispiel rangehe, sehen wir, nördlich ist noch einer und in der Schnellstraße ist noch einer. Und doch, wir können tatsächlich, also ich gönne mir jetzt mal, ne? Obwohl, nö, das bisschen können wir laufen. Wir gehen hier lang. Was soll das? Entschuldigung.
Wollte nur mal anrempeln. Wobei, wisst ihr was? Wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir gehen in der nächsten Folge hier hoch. Hier soll da ja auch noch irgendwo ein Chocobo hier rumrennen. Hier in dem Bereich. Und dann gehen wir bis zur Kirche zurück. Weil dort werden wir auch noch was finden, was wir brauchen werden. Ne? Deswegen. Dementsprechend würde ich sagen... Ja, doch. Ja, so machen wir es. Dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao. Euer Los. Kissan.